Moin Moin zusammen und willkommen zurück zur Definitive Edition von Outward. Werde gerade ein bisschen belagert von einem meiner Kater. Der hat sich jetzt doch dazu entschieden, da vorne das Licht anzugucken. Ja, wo waren wir stehen geblieben letzte Folge? Ist schon ein bisschen her. Wir waren stehen geblieben da, dass ich aus dem Bunker, aus dem alten Bunker rausgegangen bin. Ist schon ziemlich spät hier in-game. Und wir uns jetzt auf den Weg zurück nach Hamatten machen. Denn es gibt tatsächlich noch, ich glaube, 2 Tage, die wir abwarten müssen, damit wir, Aufgaben der Dekanen bekommen können. Und ich habe mir dann überlegt, komm, dann gucken wir uns doch schon mal draußen ein bisschen um, weil wir haben ja mit ein paar Leuten schon geredet in Hamatten und ein bisschen was erfahren können. Und in dem alten Bunker haben wir eine Art Schienensystem, sag ich mal. Also das sieht man da oben im Himmel ganz gut. Da ist ja diese lilanen Streifen im Himmel. Und die waren dann unten auch mit einem Zug, den man, wie es scheint, steuern kann. Ich war da aber ein bisschen vorsichtig. A, weil meine Taschen schon wirklich sehr voll waren. Und B, weil ich nicht weiß, ob wir den so überhaupt benutzen dürfen. Ist das ein Zweihandschwert oder ein Einhandschwert? Großschwert würde ich doch erstmal sagen, ist Zweihandschwert, ne? Ja, und jetzt gehen wir gerade mit deutlich zu viel Taschengewicht zurück nach Hamatten. Ich gucke einfach mal, ob es ein Zweihandschwert ist. Es ist ein Zweihandschwert, okay. Dann wieder zurück auf Schwertschild. Da sind wir bei 9 Kilo weniger in der Tasche. Ich hoffe, dass wir auf dem Rückweg jetzt nicht mehr unbedingt auf viele Gegner stoßen. Wenn doch, dann müssen wir halt einen Rucksack abwerfen und gucken, dass wir die bekämpfen. Ja. Ich denke, ich habe ganz gut alles zusammengefasst. Ich hoffe, die Präsentation hat euch gefallen und es sind hoffentlich auch keine Fragen. Will's wieder runter? Jo, will wieder runter. Alles klar. Wo läuft er lang? Weg. Er hat nur Hallo gesagt. Ja, geht zum Körbchen. Gut. Dadurch, dass ich nicht so gut sehe, bin ich jetzt hier in eine Grube gelaufen. Ah. Den Träumerwurz sollen wir wann anders mit. Erstmal ist der wichtigere Weg zurück nach Hamatten. Und ich glaube, ich würde euch auch gleich mal kurz ausblenden. Denn ich hatte jetzt nur eingeblendet, einmal um es zusammenzufassen und auch eine Eröffnung zu machen. Und weil ich vermutet hatte, obwohl es tatsächlich dann gar nicht so ist, dass uns vielleicht Gegner auf dem Weg lauern. Ja, sollte was Spannendes passieren, werde ich den Pausenknopf hier wieder drücken, dass ihr wieder dabei seid. Ansonsten sehen wir uns gleich in Hamatten wieder. Tschüss. So, ich hätte jetzt gedacht, ich muss euch erst in Hamatten wieder zuschalten. Da vorne rechts sind jetzt so ein paar Bestien-Golems. Hoffe, dass die mich nicht sehen. Ich schleiche extra. Sieht aber schlecht aus. Ich komme nicht aus dem Schleichen raus. Okay. Ja. Reaktionszeit von der Bahnschranke. Entschuldigung, ich war darauf nicht eingerichtet. Ah, Mann, ey. Du wirst immer wieder bewusstlos, während dich jemand hinter sich schleift. Als du wieder klar im Kopf wirst, bemerkst du, dass deine Hände mit kruden Seilen gefesselt sind. Banditen müssen dich gefangen genommen haben, als du außer Gefecht warst. Das ist schlecht. Die Banditen scheinen dir deinen Rucksack und dein Geld gestohlen zu haben, nicht aber deine Ausrüstung. Du wirst ihr Lager durchsuchen müssen, wenn du den Rucksack zurückhaben willst. Pass dabei nur auf, dass du dir nicht noch mehr Ärger einbrockst. Es ist ein Tag vergangen. Die Leiter hinauf. So, was haben wir denn jetzt? Okay, das ist schlecht. Wir haben nichts zu essen. Nichts, um das maximale Leben wieder aufzufüllen. Und absolut nichts. Scheiße. Okay. Das kriegen wir schon hin. Rucksack ist da. Dann würde ich sagen, wir verbinden uns mal schnell. Da ist ein Kasit, da ist ein Kasit. So, Kollege Schmalspur. Ja. So, die lassen wir alle einfach liegen erstmal. Wir müssen zu unserem Rucksack.
Oh Mist, ich kenne mich hier noch nicht aus. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ist der Rucksack hier? So, erledigt. Das ging ja noch. So, Rucksack Übergewicht wissen wir schon. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas von den Sachen hier mitnehmen können. Ne. Ich mach das aber anders. Nimm mal eben die Sachen hier aus deren Inventaren mit und lass dann die Waffen auf dem Boden liegen, aber beim Feuer. Warte. Das kann ich ja direkt hier machen. Denn die dürften, meine ich, nicht verschwinden. So, so dann tun wir mal eben weg. Den hier anlegen. Das weg. Die dürfte gut sein, die Wolfsgroßaxt. Das Beil weg. Sowas weg. Das hier hin. Das hier runter. Ist noch, was wiegt noch viel? Die wiegt 4 und die ist, glaube ich, nicht so viel wert. 16. Damit können wir schon ein bisschen besser voran. Gut. Oben den Arkan-Dämpfer sammle ich aber nochmal eben ein. Ich weiß nicht, was da noch dran war, aber da waren ein paar Sachen, die, glaube ich, ein bisschen nützlich sind. Machete jetzt nicht, aber gut. So, ist es ein relativ großes Gebäude. Anhand der Dinger hier kann man sich, denke ich, orientieren. Der am Himmel da, die Teile. So, was schmeißen wir noch weg? So eine Hellebarde, eine. Machete kann weg. Und eine Spitzhacke. Okay. Irgendwas muss noch weg. Was verwende ich? Was zu essen? Ja, hier. Jerky haben wir noch. Und ein Turm mit einem Topf. Hat uns jetzt noch nicht ganz so weit gebracht, wie ich wollte. Ist nicht schön. Ach so. Die wiegen nichts. Ja, ich tue mich gerade ein bisschen schwer, weil ich schmeiß mal den Topf weg. Perfekt. So, ich denke, wir werden. Lass mal in die zwei zusammenlaufende Strahlen. Was ist hier? Alter Friedhof, Kassitenbanditenlager. Ah, hier. Ui. Ein Fluss. Wir gehen, bleiben in Bewegung. Den Fluss wird man irgendwo überqueren können. Ja, wie es scheint, nicht. Wir flüchten jetzt einfach nur. Hauen Sie rein! Bin ich auf der richtigen Seite oder bin ich auf der falschen Seite? Kann ich auch mit dem Schiffchen hier fahren? Nein, aber da ist die Brücke. Dann müsste das das sein und dann können wir hier hoch. Gut. Flucht! Die Flucht nach vorn! An der Gefahr vorbei, zur nächsten Gefahr, an dieser auch vorbei und zur nächsten Gefahr. Um irgendwann hoffentlich in Sicherheit zu sein. Was kann ich für dich tun? Ich weiß, ich sammle Waffen und Rüstung, aber jetzt brauchen wir gerade Geld. Und guck dir das mal an, wie teuer die Sachen hier sind. Wow. Wow. Bank. Scheiße. Ja. Kannst du alles haben. So, was hat er zu verkaufen? Hat er vielleicht... Warte, Schleicherrüstung? Wüstenschleicher. Ach, Wüstenschleicher. So, das hier ist Widerstand gegen Verderbnis. Das ist ein Luxuszelt. Hier haben wir Essen, was Wucht. Okay, dann machen wir das so. Gib mir mal deine Goldbarren. Jetzt kann ich ja den hier anlegen, den hier ablegen. Was kann ich für dich tun? Auch noch. Hat da gerade irgendwas Geräusche gemacht? Okay, egal. Das können wir auch noch verkaufen. Jetzt haben wir wieder Platz. What the fuck?
Da ist noch einer. Dann wechseln wir doch mal eben. Hoppala. Auf das Kampf-Equipment. Kampf-Equipment. Dankeschön. Fertig. Gut, holen wir eben die Sachen da ab? Ja, wenn wir jetzt sowieso schon in der Nähe sind, dann machen wir das fix. Okay. Ja, anders geplant gewesen. Was soll man sagen? Es läuft nicht immer alles nach Plan. Wenn es nach Plan laufen würde, dann wäre schon langweilig. Gut, aber die Banditenlager sind verflucht gut aufgebaut. Warum machen die sich... schließen die sich nicht mit den Leuten aus Hamaten zusammen? Dann könnten die doch viel besser zusammen agieren. Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich, weil sie zu faul sind, ne? Und keine Lust, richtig zu arbeiten. So, die blöde Heuschrecke, da kann Heuschrecke bleiben. Machen wir die Kassiten-Banditen da oben dann noch eben weg? Ja, bezüglich der Bahn hat sich dann damit alles erledigt. Das kann ich über den Haufen werfen, das kriegen wir jetzt nicht hin. Ich hoffe, der Dude bleibt da stehen. So. Wir haben noch hier Platz in der Tasche. Guck mal. Können wir jetzt auch eben schnell zurück. Warum auch immer ich die Axt in der Hand habe. Ach, der hat die wahrscheinlich automatisch ausgerüstet. Das passt. Das passt so. Mehr Kassiten-Banditen. Und ich glaube, der ist ausgehöhlt. Nein, ist einfach nur abgebrochen. Lol. Tschüss. Wo kommen denn jetzt auf einmal die ganzen Banditen her? Habe ich was, was ich für Ausdauer nehmen kann? Das hier. Brot vielleicht? Lass mal gucken. Nein, aber das Brot der Wildnis, was stimmt da dran? Segen von Wärme und verbessert die Tarnung. Ja, okay. Ich sehe jetzt nichts, was ich hiervon bräuchte. Verpiesel mich direkt mal. Tschüss. Ja, er ist noch da. Perfekt. Das ist sehr schön. Was kann ich für dich tun? Du kannst mir das hier und das hier, sowie das hier abnehmen. Und das hier und das hier und das hier. Hat nicht mehr so viel Geld. Okay, was kaufen wir dem denn dann ab? Geschwindigkeit 10. Oh. Eigentlich sind die hier, ist die hier ziemlich gut. Oh. Ich kaufe ihm hier den Smaragd ab und den Rubin. Die bleiben ja immer da. Immer gleich viel wert. Die haben ja immer einen gleich hohen Wert. Beim Kaufen und Verkaufen. Gut. Dann kannst du noch das und das nehmen. So wie das. Das. Oh ja, kann nicht so viel bezahlen. Das auch nicht. Auch nicht. Das kann er bezahlen. Das hat er noch 5. Die kann er behalten. Kann man mit ihm reisen oder muss man ihn bezahlen? Was kann ich für dich tun? Perfekt. Nach Sierzo kann der mich bringen. Leb wohl, mein Freund. Oh. Leb wohl, mein Freund. Das wollen wir aber nicht. So, mal eben gucken. Also, wenn wir hier rüber gehen. Lass mal schauen, wie die hier zusammenlaufen. Die laufen... Genau. Hier ist der See, da müssen wir lang. Das heißt, wir gehen jetzt darüber. Da so die Straße entlang. Gut, das Ziel ist vor Augen. Da wir jetzt an einer ganz anderen Stelle gelandet sind, werde ich jetzt erstmal noch nicht auf Pause drücken. Nicht, dass es wieder das passiert, was vorhin passiert ist und ich latsche in so blöde Dinger rein und denke dann so, guck mal, ich will euch was zeigen. Ach, ich bin auch ein Follower, ey. Da vorne, oh, das müssen wir machen, das Elementarteilchen da. Das müssen wir machen. So, habe ich irgendeinen starken Schutztrank?
Nur für Wetter. Okay, dann schmeißen wir einfach mal alle Segen an, die wir haben. So, vollgebufft geht's jetzt auf den Elementarteilchen drauf. Und wir machen das natürlich. So. Hat er jetzt... Ja! Er hat's. So. Legen wir noch eben die Fluchtkleidung an. Tschüss! Meinst du auch nicht, dass ich gegen dich kämpfe? Gar keine Lust. So, das ist der fette Kirchturm hier in der Mitte. Da müssen wir hin. Und dann, von da können wir dann auch links rüber. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, hat sich doch gelohnt, aber eigentlich wäre ich gerne nicht hier gelandet. Egal, aber hat sich doch gelohnt. Ja, Elementarteilchen Feuer. Worüber freue ich mich da so drüber? In Hamatten gibt es so einen, ich glaube, einen Schmied oder einen Ausrüstungsdude, der will das haben. Und ja. Das ist natürlich dann doch ganz schön. Die zwei will ich aber nicht machen. Sind wieder diese blöden Dinger. Ich glaube, ich muss die eben beiseite räumen. Oder kann ich an denen vorbeilaufen? Ich habe jetzt nicht mehr so viel Ausdauer. Musst schon aufpassen. Und los. Wunderbar. Back to base. Hätte man... Nee, oder? Aber die haben mich da weggemacht. An der Kreuzung. Also, ich bin nicht falsch gelaufen. Oder? Falsch gelaufen? Ich würde sagen, nicht, nein. Ich würde sagen, ich bin richtig gelaufen. Doch, doch. Ich war da vorne an der einen Kreuzung. Nicht jetzt, wo ich gerade lang gelaufen bin, sondern bei der... einfacher. Ich war hier und hier bin ich gerade lang gelaufen. Upala. Also wir sind von dem Kassitenbanditenlager hier über die Brücke da lang so und nicht hier, sondern hier rum. Und hier von dem alten Bunker sind wir so rum und haben hier an der Stelle hatten wir die beiden Golems getroffen und die haben uns zerlegt, weil ich nicht reagiert habe. Ja. Das einmal klargestellt zu werden. So, ein Lagerfeuer kannst du mit Feuerstein und Stahl oder bestimmten Feuerzaubern anzünden. Lagerfeuer brennen immer wieder, immer weiter und gehen niemals aus. Das wäre echt schön, wenn das so wäre. So, dann bringen wir mal die Elementarteilchen Feuer weg. Laden auch unseren sonstigen Kram ab. Das Elementarteilchen Feuer, war es das hier? Wie kann ich dir helfen? Nein, war das hier? Hauptsache, du hast das Geld. Ich habe getan, worum du mich Danke. Gebeten hattest. So, Palladiumbruchstück kriege ich, 50 Silber und Elementarteilchenfeuer habe ich abgegeben. So wie die Quest erledigt. Schön. Dann würde ich sagen, laden wir ganz kurz einmal ab und sprechen direkt vorne mit der Dekanin hier im Upala, im Handelsbereich. Denn jetzt sollten wir die Leiter erklimmen können. Das brauchen wir. Das nicht, das nicht... Nein, nein, den brauche ich. Nein, 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 nein. Schmeiß mal einfach eben alles weg, bevor ich jetzt anfange, irgendwie Essen zu machen. Lieber halte ich die Turmip-Eintöpfe. Das ist ja Essen, was wir gebrauchen können. So. Ist irgendwas dabei, was... Nö. Was ist das hier? Arcana-Dämpfer. Druckplatten zum Einsatz. Ach so. Das Geld kann ich erstmal in der Tasche lassen. So.
Schauen wir mal eben ins Questbuch. Also Leiter hinauf. Sprich mit einem der Dekanen von Soroba über mögliche Aufgabe. Wir waren bei dem Magier-Dekan, das heißt, da laufen wir auch als allererstes hin. Er hat ja gesagt, ich gehe jetzt eigentlich zum Handwerksdekan. Aber, wenn ich jetzt zum Handwerksdekan gehe und ich kann nur für einen Dekan eine Aufgabe erledigen, will ich doch lieber zuerst dem Dekan weiterhelfen oder für den Dekan eine Aufgabe erledigen, wo wir auch unsere Fürsprache von bekommen haben. Von dem wir unsere Fürsprache bekommen. Und das hier ist Gregory. Ich war mit meinem letzten Experiment so nah dran. Ich spüre es. Wenn ich doch nur die richtige Runenkombination finden könnte. Was willst du? Ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Gibt es etwas, das ich tun kann? So, Sekunde. Und bevor ich das mache, machen wir einmal kurz ein schönes Bildchen mit Gregory. Bro, der ist ja... Dann machen wir das anders. Sekunde. So, jetzt brauchen wir aber auch unsere Magierklamotten, sonst sieht es ja nicht schick aus. Wofür machen wir das Bild? Thumbnail. So. Leider muss das in Outward so laufen. Ich war mit meinem letzten Arbeit. Experiment so nah dran. Ich spüre es. Ja, da gibt es tatsächlich etwas, das du für mich tun kannst. Ich benötige einen Reinheitstrank für meine Ex-Freunde bezüglich der Plage. Sind mir gerade ausgegangen. Das ist alles. Der will nur einen Reinheitstrank? Kann ich den nicht hier suchst kaufen? Du nach was Bestimmten? Das wäre ja auch zu leicht, ne? Wenn der jetzt einfach so hier kaufen könnte. Okay. Gut, dann mal wieder unsere Reisekleidung anziehen. Dann laufen wir mal los. Reinheitstrank müsste ich aber noch in meiner Truhe haben. Die fehlende Ausdauer geht schon ein bisschen auf den Zeiger. Ich glaube, wir machen gleich mal kurz fix ein paar von den Gewürztees. Kann man mit den Gewürzkäfern und Wasser herstellen. Die stellen nämlich verbrannte Ausdauer wieder her. So. Machen wir das direkt mal. Gib mir mal einen hiervon. Oh, ich habe noch ganz viele bittere Gewürztees. Verwenden wir doch einfach ein paar. Nee, machen wir schon, bis die Ausdauer voll ist. Was ist denn Nadel? Heilung von Durchfall. Okay. Sonst noch irgendwas traditionelles Gericht? Nee, das heißt, ich muss Mineraltee saufen, um Maximalleben zurückzukriegen. So, Reinheitstrank. Reinheitstrank müsste oben sein. Da ist er schon. Wusste ich doch, dass ich einen habe. Ihm verbinden. Gut. Mal gucken, ob oder was das mir bringt. Ich hoffe, was Tolles. Vielleicht ein Skill. Oh, ein Skill wäre so schön. Wenn wir noch ein Skill lernen könnten. Wir beginnen endlich mit der Arbeit an der Akademie. Und das ist doch mal eine Abwechslung zu den normalen nur Erkundungstouren. Um Aurei. Ja. Ausgezeichnet, Arbeit, Lehrling. Nur weiter so, dann wirst du bereits in ein paar Monaten zum Eingeweihten schaffen. Moment mal, in ein paar Monaten? An der Sorobor gibt es keine Abkürzung. Ganz gleich, was Victor dir erzählen mag. Der Mann scheint mir ein wenig übergriffig dabei zu sein, sich neue Lehrlinge zu schnappen. Auch wenn er der Beste auf seinem Gebiet ist. Das passt mir nicht. Ich habe 15 Silber für den Trank bekommen. Gibt es keine Abkürzung. Ganz gleich, was Victor dir erzählen mag. So, auch eine Meisterin der Bannkunst. Kohle her, dann zeige ich dir was. Wählen. Habe ich das hier schon gelernt? Verhexen? Halbträume? Habe ich noch nicht gelernt gehabt. Oh. Ah. Okay. Ansonsten?
Jeden Tod. Ja, nee. Ich wurde abgelenkt. Willkommen, unterschätze. Wenn du die komplexesten aller Zauber lernen möchtest, kannst du der Runenmagie nachgehen. Die sind nicht so komplex. Es gibt nur ein paar Kombinationen. Gut, dann nehmen wir doch einfach mal den nächsten Dekan. Dekan der Geschichte. Vielleicht hat die was Spannendes. Jedes Artefakt und jede Ruine, die wir entdecken, bricht uns das Herz aufs Neue. Wir haben so viel an die Plage verloren. Nicht nur Menschen, sondern auch Kultur, Literatur und wer weiß was sonst noch. Wir sind es denen schuldig, die ihr Leben gelassen haben, ihr Andenken zu bewahren. Bin auf der Suche nach Arbeit. Gibt es etwas, das ich tun kann? Ich soll dir helfen. Dir? Dann halte dich von sämtlichen Ruinen fern, über die du stolpern könntest. Vor allem nimm nichts mit, was du dort findest. Oh, wenn ich doch nur 10 Jahre jünger wäre. Es gibt da draußen wertvolle historische Reliquien. Aber leider auch unkultivierte Schergen, die sich schnell verdientes Silber erhoffen und dadurch alle anderen ihrer Geschichte berauben. Halte dich daran, Banditen zu vertreiben. Die sind sogar noch schlimmer, wenn es darum geht, unsere gemeinsame Geschichte zu achten. Wie kann ich ein Eingeweihter werden, wenn ich nicht alle Arbeiten übernehmen darf? Geh und nah für Victor Berthelot, wenn du Arbeit suchst. Unsere Studienfelder überschneiden sich nicht sonderlich, aber ich höre nur Gutes über ihn. Und er ist oft bereit, neuen Eingeweihten eine Chance zu geben. Okay. Eingeweihter wäre also das nächste, was man werden muss. Das ist eine Anwerberin. Okay. Ich gehe einfach nach und nach alle Dekanen durch. Ne? Aber ich glaube, hier ist gar keiner. Warte mal. Immer wenn ich damit fertig bin auf der Suche nach Arbeit. Ausgewertet zu haben, geh und belästige einen der Dekanen. Ja. Vielleicht hat der Schulleiter Arbeit? Dumbledore! Wie heißt er denn nochmal? Ich habe nur einmal mit ihm gesprochen. Ein bisschen schwieriger, sich die Namen hier alle zu merken. Raoul Saul Salaberry. Beschäftigt, okay. Raoul hat keine Zeit für uns. Raoul hört sich an wie Paul. Oder man nennt ihn Raoul. Macht das Ganze noch ein bisschen bedrohlicher. Von der Betonung. So, Wache. Und du warst Glockenspieler. Du warst Ingenieurswesen, genau. Oh, Hallöchen, beachte mich gar nicht weiter. Ich versuche nur gerade 4 potenzielle Projekte unter einen Hut zu bekommen. Es gibt so viel verlorene Technologie, die ich unbedingt rekonstruieren und übertreffen möchte. Bin auf der Suche nach Arbeit. Ja, das ist ja nicht perfektes Timing. Ich teste gerade die Auswirkungen von Wasser der Heiligen Linie als Golem-Brennstoff. Würdest du wohl für mich zum Mana-See gehen und welches holen? Selbstverständlich, aber wie komme ich denn da runter? Es muss ja einen Weg runter geben. Lass mal schauen. So, hier ist die... Hier sieht man die Heilige... Nee. Was auch immer das ist. Hier ist die Heilige Linie. Ei. Hä? Wo komme ich denn zum... Moment mal. Wo ist der Brunnen? Ich war noch gar nicht überall. Ach ja, hier gibt's ja keine Karte. Stimmt. Ich hab zu viel Skyrim gespielt. Geht's hier rein? Akademie, altes Plakot, Miet. Wo wird denn die Linie sein? Wo werde ich Mana, wo werde ich Dingens herbekommen können? Wasser. Das Weizen lassen wir hier nicht liegen, ja? Das ist nur ein brauner Gewürzkäfer gewesen? Der hat das ganze Weizen gefressen, die Sau. Ich sagte aber runter zur Heiligen Linie, das heißt, wir gehen mal runter einfach. Ist denn die vielleicht hier rum? Und dann hier rein? Nein. Auch nicht. Kann ich dir helfen? Besonderes. Wer muss hier... Wo kann ich etwas schlafen? Nee, der kann mir nicht helfen. Wo ist die Heilige Linie? Ist auch nichts.
Vielleicht hier am Brunnen? Sauberes Wasser ist hier nur. Und das war's. Ja, aber die haben doch ihre eigene heilige Linie. Wie kriege ich dies denn? Wasser der heiligen Linie. Aber wo ist das Wasser der heiligen Linie? Ich frag jetzt hier mal eben nach Arbeit. Ja, so nicht. Ich habe beunruhigende Gerüchte über Piraten und Banditen gehört. Sie hat nichts für mich. Wo ist das Wasser der heiligen Linie? Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Sekunde. Also, hier geht's rein. Muss ja hier wohl irgendwo hingehen. So. Kein Brunnen. Nee. Was? Oh. 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 Und hier ist sauberes Wasser nur. Okay, also hier ist nichts von dem, was wir suchen. Aber gut zu wissen, dass es hier auch noch Geheimgänge gibt, die ich noch nicht kannte. Okay. Dann vielleicht auch hier hinter? Nein? Was ist mit da vorne? Auch nicht. Ist hier Wasser zur heiligen Linie? Nein, sauberes Wasser. Wo ist das Wasser? Auch nicht. Geht's hier noch links vielleicht rund? Nein. Verstehe nicht ganz, wie man denn... Wo ist denn das Wasser? Muss doch irgendwo das Wasser sein, was man abzapfen können. Kann. Oder ist das draußen? Also, auf dem Plateau. Gucken wir mal hier. Hier ging es auch nur hoch, oder? Gucken wir mal schnell. Ja, hier ging es nur hoch. Ist ja nervig. Okay, also hier geht es auch nicht zur heiligen Linie. Es gibt nur da dieses eine Labor. Mir vielleicht helfen? Zumindest meine Arbeit in den Kriegslagern wurde insgeheim geschätzt. Mir kommt es so vor, nichts. Als würden die Hälfte der Leute, für die ich arbeite, mich bloß ausnutzen. Willkommen an der Akademie von Sorobor. Wo genau ist sie zu finden? Genau. Nimm die Tür auf der anderen Seite der Halle. Die mit den Kristallen. Ja, da ist die heilige Linie, aber wo ist das Wasser der heiligen Linie? Hier ist die heilige Linie. Suchst du nach was Bestimmtem? Hier ist nirgends sowas, wo ich Wasser abzapfen kann. Oder bin ich blind? Ich hätte jetzt gesagt, dieser Bottich hier vielleicht, aber da ist ja nichts. Willkommen unter. Wenn du die komplexesten aller Zauber lernen möchtest, kannst du der Runenmagie nachgehen. Lol, seit wann habe ich 100 Ausdauer noch? Und auf 240? Oder ich gehe auf 200 mit 85? Nee. Also ich weiß nicht, wo das Wasser sein soll. Die heilige Linie haben wir gefunden, aber das Wasser nicht. Ist hier irgendwo ein Wasserhahn, den ich einfach nicht sehe? Hast du einen Schlauch mit? Was bestimmten? Naja, hat auch keinen Schlauch mit Wasser der heiligen Linie. Aber ich könnte mal eben 5 davon kaufen.
Er sagte runter, ne? Aber wo finde ich die? Kann ich ihn noch fragen? Gehen wir mal hin. Oh, hallöchen. Beachte mich gar nicht weiter. Ich versuche nur gerade vier Projekte unter einen Hut zu bekommen. Ich weiß nicht, wie ich das Wasser holen kann, soll. Okay, machen wir das jetzt anders. Also, der Dekan, dem kann ich gerade nicht helfen, weil ich nicht weiß, wo ich das Wasser kriege. Und egal, wo ich mich umgucke, ich finde es auch gerade nicht. Das heißt, wir gehen jetzt zum Militärviertel, das ist nämlich hier um die Ecke. Und sprechen dort mit dem Dekan. Vielleicht kann der uns ja was sagen oder er uns weiterhelfen. Oh, hier. Sie könnte vielleicht auch. Bin auf der Suche nach Arbeit. Ach ja, neuer Lehrling. So ein Schatz und geh mir zur Hand. Sei ein Schatz und geh mir zur Hand. Ja, sammle zwei Albtraumprinzen und bringe sie zu meinem Mann im Unterklasse-Gasthaus. Sein Name ist Pete. Ich bezahle dich auch für deine Mühe. Sag ihm, dass seine Gewürzlieferung angekommen ist. Verstanden? Alles klar? Denn genau das ist es. Eine würzige Lieferung. Alles klar? Sie sind nicht giftig. Ein paar meiner Alchemisten behaupten das. Aber man verwendet sie auch als Gewürz in Fleischeintöpfen. Also wer weiß das schon, hm? Okay, aber in dem Gasthaus gehen wir dann am besten nicht essen. Bist du der Dekaner? Ja. Ah, einer der neuen Lehrlinge. Suche nach Arbeit. Suche nach Arbeit? Ja. Der militärische Seminar kann immer ein paar tapfere Seelen gebrauchen, um eure Reihe zu beschützen. Die anderen Seminare gehen dir auf den Senkel, stimmt's? Typisch. Mir kommt es so vor, als würde jeder an dieser verfluchten Akademie versuchen zu wollen, die Neuankömmlinge zu übervorteilen und ohne einen Gedanken an ihr Wohlergehen zu verschwenden. Okay. Irgendwelche Sachen von ihnen zu verlangen. Aber keine Sorge, ich pass auf dich auf. Ich war auch einmal wie du. Wenn du mit mir zusammenarbeitest, garantiere ich dir, dass ich mich um deine monatliche Blutpreiszahlung kümmern werde. Du sagst, du bist bereit, etwas auf eingeweihtem Niveau zu übernehmen? In Ordnung, da hätte ich genau das Richtige für dich. Ich will dir nichts vormachen. Die Sache könnte gefährlich werden. Aber wenn du sie durchziehst, werde ich dich für eine wesentlich schnellere Beförderung empfehlen. Und was soll ich da... Ich bin dabei, was soll ich denn... Nein, ich mache lieber die althergebrachte Weise. Nee, wir wollen die schnelle. Ausgezeichnet. Zwei meiner anderen Lehrlinge, Atwas und Daisy, sind auf dem uralten Plateau für mich unterwegs. Sie kümmern sich um zwei Lieferungen, die ein wenig aus dem Ruder gelaufen sind. Ich möchte, dass du sie bei ihren jeweiligen Aufgaben unterstützt. Erstens erwarte ich ein Paket aus Sirocco. Aber der Kurier wurde in der Nähe des nördlichen Sees ausgeraubt. Du musst dich dorthin begeben, die Banditen finden und das Paket wieder beschaffen. Vermutlich verstecken sie sich in irgendeiner Ruine dort. Es ist mir gleich, ob du Gewalt oder Diplomatie anwendest. Hauptsache, du besorgst das Paket. Es ist etwa so groß und trägt das Siegel Siroccos. Sein Inhalt ist vertraulich, also öffne es nicht. Hast du verstanden, Kergo? Perfekt. Zweitens möchte ich, dass du eine heikle Lieferung für mich abholst. Nimm den südlichen Aufzug, halte dich nördlich und begib dich dann durch die Ruinen in die Innenstadt. An der Klippenwand zu Hamatten befindet sich eine winzige Hülle. Dort wartet mein Kontakt. Dieser Kontakt ist ein wenig ungewöhnlich. Greif ihn nicht an und tu nichts Unüberlegtes. Ich will kein Aufsehen erregen. Gib ihm einfach diese Glasflasche und er erledigt den Rest. Gut, gut. Ich habe auch Trust zu den Banditen und Daisy wegen der Lieferung geschickt. Ich mache mir zwar keine allzu großen Sorgen, aber ich würde besser schlafen, wenn ich wüsste, dass ihnen im Notfall jemand zur Seite steht. Wie gesagt, es ist eine gefährliche Mission. Viel Glück. Ja. Okay. Ich weiß immer noch nicht, es gibt Aufzüge. Ich weiß immer aber noch nicht, wo ich zur Linie komme. Und ich muss noch Pilze besorgen. Ja. Würde ich mal sagen, es wird ja jetzt gerade sowieso spät. Beweg mich jetzt einfach mal zum Häuschen hier.
Und wir machen hier einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe euch auch in der nächsten Folge. Tschüss.